Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den wohl teuersten Adventskalender, den ich auf diesem Kanal vorstellen werde. Und zwar ist es der Cult Beauty oder Cult Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sollte er noch verfügbar sein, verlinke ich ihn euch natürlich in der Infobox. 275 Euro kostet der. Das ist krass, Leute. Aber da soll angeblich ein Warenwert von 1100 Euro drin sein. Dementsprechend, ne, ist es halt auch irgendwie cool. Ich habe ihn schon öfters ausgepackt, schon ein paar Jahre lang verfolgt er mich. Und letztes Jahr hat er mich so dermaßen geflasht, weil halt mehrere Produkte in einer Box immer drin waren. Mega. Optisch. Nicht so super weihnachtlich oder so, aber wunderschön. Also ich finde ihn wirklich extrem schön. Ich mag ja gerne bunte Designs und so. Tada! So sieht er von innen aus. Das ist schon hübsch, ne? Und weil es ein englischer Adventskalender ist, haben wir tatsächlich auch noch die Nummer 25, die ganz subtil hier heraussticht. Nicht lang schnacken, wir gucken mal rein. Ja, es geht schon ziemlich heftig los mit Sunday Riley. Und zwar ist es das CEO 15%ige Vitamin C Brightening Serum. Und da sind 30 Milliliter drin. Und Sunday Riley ist bekanntermaßen eine sehr hochpreisige Marke. Da geht die Party schon sehr hart ab. Vitamin C können wir ganzjährig gebrauchen. Im Sommer kann man das super schön auch morgens verwenden. Und das funktioniert auch ganz klasse mit einer Sonnencreme. Wir können Vitamin C auf der Haut einfach sehr gut gebrauchen, um so Pickelmale aufzuhellen und um der Haut ein bisschen mehr Strahlkraft zu geben. Dementsprechend passt das einfach super gut und bringt uns direkt im wahrsten Sinne des Wortes zum Strahlen, wenn wir das erste Kläppchen vom Adventskalender auspacken. In der 2 geht's schon los. Zwei Produkte, ne? Liebe ich einfach. Von Sacha Juan Scalp Conditioner und Scalp Shampoo habe ich hier drin. 100 Milliliter sind hier jeweils drin enthalten. Und das sieht auch schon mal richtig gut aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die beiden Schätzeleins bei mir in die Kliniktasche packen werde. Denn ja, das ist das, was diese Woche für mich ansteht, Leute. Kliniktasche packen, ne? Noch 4 Wochen, bis Mr. Bauchi schlüpft. Übrigens auch super wichtig vielleicht für euch. Mein Code für Dalton gilt bis zum 16.10., also noch diese Woche, wenn ihr dieses Video seht. Hero Claudi gibt euch 25% Rabatt auf das komplette Sortiment, also schaut gerne einfach mal vorbei. Leider nicht auf den Adventskalender, nein. Das ist sehr traurig, aber vielleicht kommt der ja nochmal ein bisschen günstiger, ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall fast ausverkauft. Ja, gönnt ihn auf jeden Fall euch hart, den Code, also egal. Anderes Thema, ne? Aber wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil viele mir dann immer wieder sagen, ach Mensch, ich hab's verpasst, hast du nicht oft genug gesagt? Okay, dann sage ich es jetzt halt in fast jedem Video. Okay, also, was soll das überhaupt machen? Wahrscheinlich soll das irgendwie die Haare auch beruhigen oder so, ne? Also, dass du quasi die Kopfhaut auch so ein bisschen ausbalanciert bekommst. Das steht jetzt hier nicht wirklich drin. Special Shampoo mit Rosmarinöl, Ingwer-Extrakt, Pyrocton, keine Ahnung. Genau, that balances your scalp, also quasi die Kopfhaut soll ausbalanciert werden. Das ist schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und wir erwarten natürlich in einem so teuren Adventskalender jeden Tag einen Wow-Moment. Hier habe ich von Marlin und Götz Dark Rum, was? Was bist du? Ein Parfümöl mit drin, okay, das ist interessant. 9 Milliliter sind hier drin enthalten. Da müssen wir uns gleich mal ganz genau anschauen, was das so ist. Ach, das ist ein Roller. Schaut einmal so aus. Und sowas gibt man sich dann halt wirklich so ganz dezent hinter die Ohren, auf die, Augen. Das sind Augen, Leute. Auf die Armviecher hier. Das ist ein Unisex-Duft, definitiv. Also das ist ein Duft, den ich eher bei meinem Freund riechen würde als bei mir, glaube ich. Sehr würzig. Mhm. Also für mich ist das nichts. Hier haben wir die Nummer 4 und hier haben wir was für die Haare drin enthalten. Okay, das ist jetzt wieder sehr schnell aufeinander, die Haarprodukte, nicht ganz so gut verteilt. Deeper Love Hair by Sam McKnight. 50 Milliliter Intense Treatment Mask, also quasi eine intensive Haarmaske, sowas mag ich gerne leiden. Repair steht hier hinten auch drauf, also es soll die Haare reparieren. Sowas kann man gut gebrauchen, für Haare, die halt Liebe brauchen, finde ich echt süß. Und ich weiß jetzt nicht, Leaving Hair Luxury Soft, Luxuriously Soft, okay, das ist wundervoll. Und 5 Minuten lässt du das mindestens drin, das finde ich auf jeden Fall eine angenehme Zeitangabe. Das riecht nach einem Blatt.
Wirklich, als würde ich irgendwie an einen Baum gehen im Sommer und so ein riesengroßes Ahornblatt oder so nehmen, das so zerreiben und dran riechen. Danach riecht das. Wenn ich mich richtig erinnere, ist für die Engländer der 5. Dezember durchaus wichtiger als der 6., weil bei denen quasi der Nikolaus, also Santa Claus, ja, am Tag vor dem Nikolaus, also quasi am Vorabend vor dem Nikolaustag kommt. Und das ist ein Adaptogen Deep Moisture Cream Produkt mit Ashwagandha, Reishi, Pentapeptiden, okay, soll Feuchtigkeit spenden. Use to the people 59 Milliliter, also das scheint auch eine Full Size zu sein. Das ist ein großes Produkt, das finde ich schön. Und feuchtigkeitsspendende Produkte kann ich immer gut gebrauchen. Und ich finde auch, wenn hier rein feuchtigkeitsspendende Produkte drin sind, können auch viele andere Menschen diese Produkte verwenden. Je nachdem, was man für einen Hauttypen hat, ist es ja manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das hier ist ein nicht wirklich schwieriges Produkt, weil selbst Menschen mit öliger Haut brauchen Feuchtigkeit und da ist so eine Feuchtigkeitscreme durchaus angebracht. Finde ich gut. Das ist ein super tolles Produkt, was wir letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal in Adventskalendern drin hatten und zwar von Supergoop in der Nummer 6. Anziehend Sunscreen mit Lichtschutzfaktor 30, 15 Milliliter, das ist wasserresistent und das ist ein Lichtschutzfaktor, den man wirklich toll auf die Haut aufgeben kann, der wirklich sehr silikonig ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob das so mit der eigenen Haut auch so weit funktioniert, ne? Aber der ist nicht so, dass man ihn sieht. Das ist halt nicht weißelnd, weil der durchsichtig ist. Also ganz, 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 ganz interessantes Produkt. Man muss manchmal auch mit der Dosierung etwas aufpassen, weil es kann gut passieren, dass man etwas speckig damit aussieht, gerade halt im Hochsommer, ne? Aber ich glaube, dass das auch ein ganz gutes Produkt jetzt für mich für den Winter sein wird, weil darüber kann ich persönlich ganz gut Make-up auftragen. Auch in der Nummer 7 haben wir jetzt ein Hautpflegeprodukt, aber ein ganz interessantes Selens Power D Vitamin D Konzentrat Fortifying and Restoring. 10 Milliliter sind hier drin. Also Vitamin D ist ja, in der kalten Jahreszeit für uns von innen sehr gut, ne? Weil wir auf der Nordhalbkugel wohnen und dort alles etwas düsterer unterwegs ist. Aber auch für die Haut ist es immer ganz schön. Und hier kann man mit diesem Produkt das von außen zuführen. Auch, also ist bestimmt gar nicht mal so günstig, weil wir hier Glas haben. Scheint mir ein Pumper zu sein. Jo, Selens sagt mir soweit jetzt erstmal nichts. Das soll die Hautbarriere auf jeden Fall stärken, steht hier drauf. Und die Haut vor Umwelteinflüssen entsprechend schützen. Das ist für normale und bis trockene Haut empfehlenswert. Hier kannst du morgens verwenden und abends, also täglich. Und soll die Haut entsprechend, ja, healthy looking, also gesund aussehend hinterlassen. Kann ich mir gut vorstellen. Schön. Ich sag's immer wieder, die Nummer 8 soll machen, dass es kracht. Und das macht sie dieses Mal richtig toll mit Augustinus oder Augustinus? Augustinus Bader. The Rich Cream mit TFC8. Sacken teurer Produktgedönsen, ne? 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Und irgendwie gefühlt in jedem englischsprachigen Adventskalender ist diese Marke dieses Jahr vertreten. Hammer. Kann man sich nicht beschweren, ist eine reichhaltige Creme. Ich habe sie selber noch nicht ausgetestet. Ich habe sie jetzt noch in meinen Backups drin, dass ich sie ausprobiere, um euch da was zu sagen. Ich hoffe, dass sie gut funktioniert. Alles andere wäre ein bisschen schade bei dem Preis, ne? Etwas crazy ist, dass wir uns in der Nummer 9 jetzt über noch eine weitere Creme freuen dürfen. Bioma oder Bioma Moisturizing Gel Cream Tre-Ceramid Komplex mit Niacinamiden und grünem Tee. Boosted Barrier, Better Skin 50 Milliliter. Das ist ja alles wundervoll, aber ich finde, dass es halt blöd aufgeteilt ist, wenn wir hier eine Gesichtscreme nach der nächsten haben. Ne? Das muss jetzt eigentlich meiner Meinung nach nicht sein. Das hätte echt nicht sein müssen, weil wir haben ja schon. Also jetzt gerade so einen richtigen Lauf, ne? Nachdem es ja wirklich sehr haarlastig angefangen ist, haben wir die Moisturizing Cream, den Sunscreen, das Serum, eine Creme, noch eine Creme. Blöd aufgeteilt. Also ich freue mich über das Produkt an und für sich definitiv, weil ich das auch cool finde und das gerne ausprobieren möchte. Aber ich finde, dass sowas dann ein bisschen schwer aufgeteilt ist, oder? Weil man möchte ja schon jeden Tag so ein Wow-Erlebnis haben und dann auch eigentlich jeden Tag die Möglichkeit haben, das neue Produkt so ein bisschen ausprobieren zu können. Das lässt sich jetzt bei diesen Produkten nicht unbedingt so anwenden direkt. Ja, denn auch in der Nummer 10 darf es jetzt irgendwie mit Hautpflege weitergehen von The Inkey List.
Polyglutamic Acid Formulated for All, also für alle soll das angeblich geeignet sein. Ja, Lock in Moisture for Smooth Skin Instantly, morgens und abends kannst du es anwenden, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, das ist ein Gesichtsserum. Ne? Also das verwendest du dann im Prinzip nach deinem Toner und vor einer dieser Cremes, die du hier auch mit drin hattest oder deiner Lieblingscreme, die du so zu Hause stehen hast. Und da muss ich jetzt halt auch mal gucken, was für eine Säure da jetzt wirklich drin sein soll. Ja, schaut so aus, ist relativ groß von der Verpackung her, das Serum, ne? Aber mit 30 Millilitern hat es ja auch eine normale Größe. Hier drin steht halt auch nochmal so ein bisschen Kram mit drin, also wie man halt entsprechend seine Hautpflege gestaltet und so. Und wann man das Produkt vor allem auch anwendet. Also erst reinigen, dann hydratisieren, dann behandeln. Das hier ist dann quasi ein Behandler und dann ein Moisturizer verwenden, beziehungsweise halt eine Gesichtscreme. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, führt uns wieder zurück zum Haarthema. Das finde ich gut, dass wir jetzt wieder ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Vor allem dieses Produkt ist toll. Von Color Wow Dream Coat Supernatural Spray 50 ml sind hier drin. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt, was man verwendet, bevor man seine Haare stylt und nachdem man seine Haare gewaschen hat. Ich habe es auch schon angewendet und muss wirklich sagen, dass es meine Haare zum Strahlen gebracht hat. Ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Und ich mag es. Tatsächlich, du musst es nur alle 3 bis 4 Shampooniervorgänge verwenden, also wenn es gut läuft, so alle 1,5 Wochen, je nachdem, wie oft du so deine Haare wäschst. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool. Die Nummer 12. Hier sind wir wieder zurück bei unseren Gesichtsgeschichten, glaube ich. Ne? Von Niort 15 ml von dem Multimolekular Hyaluronic Complex MMHC2. Läuft, Gesundheit. Ja, das ist dann wahrscheinlich ein Serum, oder? Von der Verpackung her würde ich sagen, es ist kein günstiges Produkt. Es hat ja auch noch so ein Siegel, was ich hier auch eigentlich erstmal dran lassen möchte. Ich kann euch ja mal einblenden, wie das Produkt so aussieht. Non-invasive options in dermal skincare. Also soll das richtig dermatologisch irgendwas Krasses sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, würde ich jetzt so als Serum bezeichnen. Halbzeit. Die Nummer 13 sieht richtig edel, edel, sprach der Wedel aus. Medicaid ist auch tatsächlich eine sehr hochwertige Marke, hochpreisige Marke. Intense Air Retinoid Youth Activating Cream, Patented Technology. Und hier haben wir 15 Milliliter drin. Auch das scheint mir ein Serum zu sein, was mit Retinol ist. Retinol ist ja der Anti-Aging-Wirkstoff überhaupt, der wirklich klasse ist. Schade, Schokolade, Claudinchen darf es jetzt aktuell nicht verwenden, da Schwangere und Stillende da leider nicht von profitieren dürfen. Aber das ist nicht schlimm, ne? Also ich erschaffe ja gerade neues Leben. Warum sollte ich dann gerade was Anti-Aging-mäßiges machen? Wisst ihr? So rein von der Logik her finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Und dementsprechend freue ich mich drauf, wenn ich dann durch bin mit meiner entsprechenden Stillzeit. Und dann kann ich wieder Retinol verwenden, denn ich liebe Retinol. Und das machst du abends drauf. Genau, weil Retinol halt die Haut auch ganz intensiv behandelt, ne? Wie ein leichtes Peeling wirkt und sehr tiefenwirksam unterwegs ist. Und dementsprechend solltest du das abends anwenden, weil die Haut sehr lichtempfindlich wird. Die Nummer 14 ist eine Augencreme. Eine Augencreme hatten wir hier noch nicht drin gesehen von Ren Clean Skincare Brightening Dark Circle Eye Cream. Und das soll die Augenpartie aufhellen. 15 ml sind hier drin. Und das ist doch ein tolles Produkt. Freue ich mich drüber. Ren ist eine Marke, die auch nicht ganz so günstig ist. Das heißt, auch da freut man sich natürlich drüber. Und jo, so schaut sie einmal aus. Und ich finde es halt einfach schön, wenn wir hier so viele unterschiedliche Produkte wie möglich drin haben. Also von der Step-Geschichte. Also je nachdem, wie viele Schritte der Gesichtspflegeroutine man halt so anwendet. Ne? Auch das scheint eine relativ cleane Marke zu sein. Recycle Me und dies, das, Ananas steht hier alle mal drauf. Und die Packung möchte sich gerade schon von alleine auflösen. Also aufpassen. Man sollte halt wirklich immer aufpassen bei diesem Adventskalender. Dann kann einfach mal in der Nummer 15 random 3 Produkte drin sein. Ich starte mit dem Produkt, was ich erstmal schwierig finde. Und zwar ist es von Hum Gummies with Benefits Hair Sweet Hair Food Supplement. Also, ne, weißt du Bescheid, 14 Gummibärchen haben wir hier drin.
Ich habe einfach, ja, Nahrungsergänzungsmittel, ihr wisst, das mag ich nicht so gerne in Adventskalender, weil ich das immer etwas schwierig finde. Bei Haargummis, Haargummibärchen, muss ich immer sagen, habe ich schon das ein oder andere Mal auch ausgetestet, ausprobiert. Ne? Viele verschiedene Marken bewirken bei mir alle was, egal aus welcher Preiskategorie. Aber Leute, aufpassen, denn du sagst den Gummibärchen nicht, liebes Gummibärchen, geh bitte nur zu meinen Kopfhaaren. Sondern die Gummibärchen machen das am ganzen Körper, ne? Also halt auch wirklich, ja, du musst dich öfters rasieren. Die Achseln, die Beine, die was auch immer, alles, ne? Wo auch immer du dich rasieren willst, die Haare kommen sehr schnell wieder nach. Sowas ist lecker, aber ne, möchte ich halt tatsächlich nicht eigentlich in Adventskalender, weil schwierig. Dann habe ich hier noch eine kleine Geschichte drin, und zwar ist das von Alpha Keratin Virtue, keine Ahnung, Healing Oil, Men's Protects and Shines, okay, 9 Milliliter. Ist für die Haare tatsächlich, also ein Haaröl von diesem Virtue, keine Ahnung, Shake Well, also du musst es erstmal schön schütteln, dann machst du 2 bis 3 Tropfen einfach in deine Hände, machst es in deine Haare, in deine, ja, Handtuch trocknen oder trockenen Haare hinein. Haaröl finde ich klasse, ab Ohrläppchen gebe ich mir das gerne in die Längen rein, ne? Und das schaut einmal so aus. Ich muss jetzt etwas schwerer atmen, tut mir leid, aber mein Baby hat gerade in meinem Bauch Schluck auf. Das ist normal, denn die Lunge entwickelt sich ein bisschen, ne? Das ist so aufregend. Das puckert gerade. Okay, finde ich schön. Und von K18 habe ich Biomimetic Hair Science Leave-in Molecular Repair Hair Mask 5 ml. Irgendwo hatte ich das doch letztens schon wieder mit drin gehabt. Egal. Auf jeden Fall ist es eine, ja, K18-Marke, ganz interessant, habe ich so vorher noch nie gehört gehabt, und jetzt auf einmal kommt mir das schon wieder das zweite Mal über die Füße, und das ist halt so ein kleines Produkt, Leave-in, ja, was du halt in den Haaren drin lässt, ne? Ich meine, dass ich das woanders, wo ich das drin hatte, in größer drin hatte, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Ja, in der Nummer 16 haben wir einfach mal die Charlotte drin enthalten, Bigger Brighter Eyes Filter Eyeshadows to Enhance Eye Size and Sparkle. Da haben wir eine kleine Lidschattenpalette mit 5,2 Gramm drin, also quasi eine, ein Quattro ist das, genau. Und das kennen wir ja eigentlich von Charlotte Tilbury entsprechend auch. Ich bin da nicht immer so Ultra-Fan von, aber es ist total super für den Alltag in der Anwendung, ne? Weil manchmal ist es so, dass ich einfach denke, ist mir zu wenig, ne? Dann, ich habe lieber so einen Kabuff. Aber manchmal ist sowas ja auch mal ganz nice. Und hiermit kannst du dir wirklich einen super tollen, normalen Look schminken. Und die Palette finde ich auch ehrlich gesagt richtig schön. Wir haben einen matten Ton und 3 Schimmertöne hier drin, beziehungsweise 2 Schimmertöne. Und der hier unten dürfte eigentlich eher ein Topper sein. Und die mag ich gerne leiden, wirklich. Also ich finde es vor allem schön, dass wir hier auch einen hellen Schimmerton drin haben, dann einen fürs komplette bewegliche Lid, einen, den man so ein bisschen als Topper nehmen kann und so. Das ist so eine richtig schöne Mutti-Alltagspalette, auch wenn der Preis keine Mutti-Alltagspaletten-Preisgeschichte ist, ne? Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich demnächst mein Baby geboren habe und mich trotzdem einfach schminken möchte und schick machen möchte, was durchaus auch vollkommen in Ordnung ist, finde ich, ne? Dass ich da halt auch auf so kleine, feine, schnelle Geschichten zurückgreifen werde. Mal schauen, da werde ich euch natürlich auch mit auf die Reise nehmen. Hey, wir haben in der Nummer 17, was eine Woche vor Heiligabend ist, wieder was für die Haare drin enthalten. Und zwar von Hair Gain Nourishing Miracle Treatment Hair Mask. Okay, hatten wir jetzt quasi im Kläppchen davor vor schon. 50 ml sind hier drin enthalten. Und das lässt du 5 bis 10 Minuten drin, ne? Genau. Und 1 bis 2 Mal pro Woche machst du es drauf, für alle Haartypen geeignet. Und das hört sich doch schon mal ganz gut an, ne? Eine Haarmaske kann man immer gut gebrauchen. Und das ist auch eine angenehme Größe, um das Ganze erstmal über auch einen längeren Zeitraum ausprobieren zu können. Und das finde ich schön. Kriegst du jetzt so nichts raus. Interessant auch mit der Tube. Normalerweise kennt man Haarmasken ja eher so in einem Tiegel oder so, ne? Schön. Wie auch letztes Jahr werden wir mit der Nummer 18 in der Weihnachtswoche mit krass vielen Produkten begrüßt. Das ist so heftig, Leute. Als erstes habe ich hier einen Primer drin, den ich entweder gerade in Anwendung habe oder gerade leer gemacht habe. Moment, ich muss mal schauen.
Nee, den habe ich gerade leer gemacht tatsächlich. Und zwar von Laura Mercier ist es der Pure Canvas Primer, der hydrating ist mit 25 Milliliter. Den mochte ich ehrlich gesagt gerne leiden. Das war jetzt keiner, wo ich sage, oh mein Gott, ihr müsst jetzt unbedingt den hier holen. Und da tun die von Essence und Catrice es definitiv auch. Ne? Aber wenn man den im Adventskalender drin hat, super gerne verwenden. Ist ein schönes Produkt, was eigentlich auch mit allen Foundations richtig gut funktioniert hat, die ich verwendet habe. Da gab es keine Würstchenparty oder sonst was auf meinem Gesicht. Das war ein schönes Produkt, kann ich echt wirklich empfehlen. Dann habe ich hier von Raw Glow ein Skin Stick von Rhön. Rhön ist eine teure Marke. Heidenei, 8 Gramm sind hier drin enthalten. Da weiß ich jetzt noch nicht, was das sein wird. Müssen wir mal gucken. Glazed ist die Farbbezeichnung. Das ist bestimmt ein Highlighter-Stick, ne? Und da habe ich letztens erst eine Lidschattenpalette von aussortiert. Böse. Oh, das ist ein richtiger Stick, Leute. Wow. Wow. Ich meine, gut, wenn eine Farbe schon glazed heißt, also glasiert. Dann habe ich hier noch was, und zwar von Pi The Impossible Glow Highlighting Drops. Und zwar mit 10 Millilitern. Auch das ist einfach ein cooles Produkt. Der von Rhön war jetzt tatsächlich eher etwas kühler unterwegs. Und das hier ist ja so ein goldfarbener, also sehr warmer Highlighter. Und das ist ein Flüssig-Highlighter, bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann habe ich hier noch was von Huda Beauty mit am Start. Bossy Browns. Power Bullet Cream Glow. Cream Lipstick. Liebe ich. 3 Gramm. Die Farbbezeichnung ist Hustler. So schaut der Lippenstift dann einmal aus. Und ich finde es super, dass es halt nicht so ein mattes Produkt ist, sondern halt ein creamy Produkt. Und das ist eine wunderschöne Farbe. Oh mein Gott. Super tragbar. Ich glaube, da werden sich viele drüber freuen, weil das nicht dieses klassische Rot ist oder so, sondern so ein wirklich kühles Braun, ne? Das finde ich genial. Und dann noch Huda Beauty, Leute, ne? Schöne Sache. Und das letzte Produkt nur in diesem kleinen Kläppchen ist von Hourglass, die Caution Extreme Lash Mascara. 5,5 Gramm von Hourglass. Und ich meine, dass das die Mascara ist, die ich einfach schon so häufig auch so als Empfehlung bei anderen gehört habe. War das nicht Contra Junkie, die halt auch immer wieder empfohlen hat? Also entweder die Caution oder noch eine andere. Und ich war auch schon kurz davor, mir sie nachzukaufen. Jetzt habe ich echt die unglaubliche Freude, diese Mascara hier zu haben und sie ausprobieren zu können. Weil 5,5 Gramm ist keine kleine Größe, ne? Finde ich mega genial. Hat ein tannenbaumförmiges Kunstfaserbürstchen, was halt ja ganz normal spitz nach oben zusammengeht. Feiere ich wirklich sehr. Die soll ausprobiert werden. Finde ich echt richtig cool. Also das war jetzt gerade nur dekorative Kosmetik und dann gleich 5 Produkte. Cool. Und gleichzeitig muss man einfach nur sagen, dass man das halt auch erwarten darf, ne, bei dem Preis. So, weiter geht's. Oh ja, das hatte ich auch auf dem Bild gesehen, weil es waren alle Produkte tatsächlich abgebildet. Von Sol de Janeiro die Bomdia Bright Cream habe ich hier drin. Und das ist mal eine etwas größere Probiergröße mit 75 Millilitern. Denn die Bum Bum Cream haben wir alle ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal geschnuppert oder in sehr klein in den Händen gehalten. Und das hier ist dann ja eine neuere Variante davon. Ich weiß nicht, wie du riechst. Komm, lass dich riechen. Oh mein Gott, die riecht so schwer geil. Richtig gut. Mag ich noch lieber leiden. Wobei die Bum Bum Cream ist halt wirklich auch vom Duft her, finde ich persönlich, ne, sehr süß und sehr passend in die Weihnachtszeit, weil die auch irgendwas Karamelliges hat. Wohingegen die hier für mich eher sexy riecht, muss ich sagen. Zack, die Wappdi, herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich jetzt die Nummer 20 und da habe ich etwas von Glow Recipe und zwar ein Wassermelonenprodukt. Liebe ich. Watermelon Glow mit Niacinamiden sind das Dew Drops, die halt einen ultimativen Glow und Strahlkraft ins Gesicht geben sollen mit 15 Millilitern. Ich meine, dass ich das letztes Jahr auch schon irgendwo in einem Adventskalender mit drin hatte, also dass ich das ja auch schon im Backup noch habe. Aber an und für sich, ich mag Wassermelone vom Duft her so gerne. Ja, hab's aber ehrlich gesagt noch nicht selber ausprobiert. Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das wüsste ich doch. Diese Form sieht doch so cool aus, oder? Auch dieses perlmuttige. Also daran hätte ich mich erinnert, tatsächlich. Mega cool, darauf freue ich mich richtig derbe.
Wow, auch in der Nummer 21 haben wir jetzt ein Produkt von einer Marke, die sehr hochpreisig ist, Dr. Dennis Groß, Alpha Beta Pore Perfecting and Refining Serum mit 15 Millilitern. Also das ist ein Serum, wo du gegen vergrößerte Poren halt angehen kannst. Das machst du morgens und abends drauf und du kannst es einfach auf deine ganz normale, trockene, gereinigte Haut geben. Ich würde davor schon noch irgendwie einen Toner verwenden, ne? Weil meine Haut ist sehr sensibel. Ohne Toner kann ich halt nicht solche Wirkstoffkosmetik anwenden. Aber ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Wir haben jetzt hier nicht draufstehen, wodurch das entsprechend wirken soll, also woher die Wirkstoffe kommen. Das müsste ich mir dann einfach angucken. Aber, habe ich gerade nicht hier, wo habe ich das denn jetzt schon wieder verbuddelt? Wir haben auf jeden Fall ein Heftchen mit dabei gehabt, wo die Inhaltsstoffe auch ein bisschen besser beschrieben waren und so weiter. Ne? Dementsprechend, da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen mehr einlesen. Gut, wir hatten jetzt Serum nach Serum. Jetzt dürfte es auch mal wieder so ein bisschen mehr weitergehen mit anderen Produkten, weil das jetzt geht's. Haben die sich wieder auf Gesichtsserum eingeschossen, ne? Na, die machen erstmal weiter. Und zwar habe ich hier in der Nummer 22, zweite und letzte Schnapszahl von Dr. Levy aus der Schweiz, Skin Reset Treatments, Pollution Shield Skincare Finisher. Das machst du halt einfach als letzten Schritt vor der Make-up-Geschichte drauf. Das sind 30 Milliliter hier drin. Das sieht schon so aus, als wäre das ein gar nicht mal ganz so günstiges Produkt und scheint dann wirklich halt eine ganz normale Gesichtscreme zu sein, was die Haut vor Umwelteinflüssen schützen möchte, genau. Niacinamide lese ich hier auf jeden Fall, sind hier mit drin enthalten. Ja, muss man dann einfach mal schauen. Aber es ist schon wieder eine Gesichtscreme, was ich jetzt, ne, einfach ein bisschen viel finde mittlerweile. Okay, das Meckern hilft, denn jetzt habe ich hier eine Haarmaske drin, in der Nummer 23, der Tag vor Heiligabend für uns, ne? Von Brio Geo habe ich 59 Milliliter von den Superfoods Avocado Kiwi Mega Moisture Hair Mask hier drin. Und das soll dann den Haaren wieder Feuchtigkeit spenden. Ist jetzt auch nicht die erste oder zweite Haarmaske, die wir hier drin finden, ne? Also da haben wir schon auch einige mit drin gehabt. So langsam könnte ein bisschen mehr Abwechslung wieder kommen. Aber hey, immerhin ist es wieder raus aus der Routine von den Gesichtspflegeprodukten und wieder hin zu anderen Sachen. Mal schauen, was wir jetzt in der 24 finden. Klar, hier muss auch irgendwas drin sein, was recht hochpreisig ist. Deswegen Serum, denn Seren sind immer recht hochpreisig, macht definitiv Sinn. Biosens, Squalan und Kupferpeptid Rapid Plumping Serum, okay. Also Squalan ist sehr, sehr schön für die Feuchtigkeit in der Haut. Mit Hyaluronsäure und Paracresse, 50 Milliliter haben wir hier drin. Das ist doch schon mal eine schöne Geschichte. Auch Gesichtsseren liebe ich, also stehe ich tatsächlich drauf. Es sollte halt einfach in einer, es soll nicht zu viel, ganz einfach. Dann freut man sich auch im Adventskalender da etwas mehr drüber. Wir haben hier eine hochwertige Verpackung, wieder aus Glas. Es sieht richtig schön aus. Probiere ich auch gerne mit euch mal demnächst zusammen aus. Gerade Squalan finde ich sehr schön. Kupfer ist halt auch so eine sehr, sehr angenehme Geschichte fürs Gesicht, einfach um das Gesicht, um die Haut zu reparieren. Das ist auch immer sehr schön. Und Plumping, da weiß ich jetzt nicht, also wahrscheinlich durch die Hyaluronsäure soll das dann entsprechend diesen Plumping-Effekt geben. Also macht auf mich einen sehr positiven Eindruck und ist auch sehr gut in der 24 aufgehoben. Es schwingt hier einfach nur so ein bisschen mit, dass wir schon relativ viele Gesichtsseren und so hier drin gefunden haben. Dennoch finde ich das cool, denn ein Squalan-Produkt hatten wir noch nicht mit dabei. So, und jetzt zu der Nummer 25, Leute. Da hauen die halt einfach nochmal richtig einen raus, ne? Das ist einfach so krass. Man kann es nicht anders sagen. Das ist einfach Wahnsinn. So, Drunk Elephant. Damit fange ich jetzt erstmal an. Beste Number 9 Jelly Cleanser. Siehste, ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht. Hatte ich nämlich vermisst. Purify and Dissolve mit Cantaloupe Glycerin. pH 5,5. Das ist pH hautneutral. 60 Milliliter sind hier drin. Und damit kannst du dein wundervolles Make-up runternehmen und Öl und hier Verschmutzung und so, alles wird runtergewaschen. Ist das nicht wundervoll? Nee, finde ich wirklich gut. Und Drunk Elephant ist auch eine sehr, sehr gehypte Marke. Da freut man sich doch immer, wenn es Kalender drüber, wenn es drin ist. Und ja, ist wahrscheinlich auch ohne Duftstoffe. Claudia riecht erstmal dran, ne? Ich finde das wirklich klasse, weil so hat man die Möglichkeit, ein großes Produkt von Drunk Elephant mal über einen etwas längeren Zeitraum auszutesten. Mag ich gerne leiden.
Selbstverständlich darf hier auch nicht fehlen, dass wir hier noch einen Moisturizer drin haben. Wow, also das ist ein bisschen viel, ne? Also Cult Beauty, ich weiß, ihr guckt dieses Video im Leben nicht, aber trotzdem, es ist einfach zu viel. Du hast hier so viele Gesichtscremes drin, dass du wirklich fürs komplette Jahr versorgt bist, ne? Pharmacy Honey Halo Ultra Hydrating Ceramide Moisturizer 50 ml ist klasse, ne? Auch das ist wieder so eine Geschichte, was sehr viele verschiedene Hauttypen verwenden können. Hier steht halt drauf, dass es auch vor allem für gestresste Hauttypen ist, die halt Hydratisierung brauchen, trockene Hauttypen zum Beispiel, und dass du das halt einfach morgens und abends drauf machen kannst. Wundervoll. Ich sehe hier auch bei super vielen Produkten, dass die cruelty-free sind. Auch das super sympathisch, und diese Verpackung brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich bin verliebt. Also das werde ich sowas von verwenden, auch wenn ich wundervolle Kooperationspartner habe, mit denen ich echt gut zusammenarbeite und mit deren Hautpflege ich so zufrieden bin, freue ich mich doch jedes Mal, wenn ich so ein hochwertiges Produkt halt auch mal verwenden kann, weil ich möchte euch ja auch gerne Produkte aus allen möglichen Preiskategorien vorstellen und reviewen. Der Deckel ist einfach magnetisch für den Spatel, ne? Obwohl es eigentlich ein Holzdeckel ist, dann ist da ein Magnet wohl irgendwie noch mit bei. Diese Verpackung ist wabenförmig, ist bestimmt sackteuer in der Herstellung. Also da beschwere ich mich nicht. Da freue ich mich gerade wie ein kleines Kind drüber. Finde ich großartig. Wunder, 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 wunderschön. So, was jetzt davon? Dann habe ich hier noch 111 Skin Oxygen Express Mask. Ja, 30 ml. Regenerierend. Und das machst du einfach auf deine gereinigte Haut, lässt es für 5 Minuten drauf, bis es dann halt auch komplett getrocknet ist, wäsch das runter mit Wasser und kannst dann ganz normal deiner Gesichtspflegeroutine folgen. Ja, hört sich auch sehr gut an. Und 111 Skin ist ebenfalls eine Marke, die nicht günstig ist. Und so eine Maske stelle ich mir doch super gerne in meinen Spiegelschrank, um sie dann morgens anzuwenden. Und dann fühle ich mich wie eine Königin des Universums. Eine Kerze ist ja auch mit dabei und das finde ich total cool, denn das macht Kult oder Cult Beauty tatsächlich in jedem Adventskalender. Joe Loves Christmas Trees habe ich hier drin, eine Kerze mit 70 Gramm, und das passt einfach zu Weihnachten, denn da habe ich gerne die Kerzen an und die riecht super intensiv, aber super angenehm nach einem richtig schönen Tannenbaum. Mag ich sehr gerne leiden. Also dieses holzig und tannige mag ich einfach gerne. Dann habe ich hier von Laneige die Sleeping Care Lip Sleeping Mask Chocolate. Auch das passt einfach. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Tolles Produkt an und für sich. Gehyptes Produkt, deswegen mega berechtigt in diesem Adventskalender zu sein. Und dann noch Schokolade. Hallöchen, Popöchen. Ne? Das passt auch wieder zur Weihnachtszeit. Kleinen Spatel haben wir mit dabei. Ist sie nicht wunderschön? Ja, ne? Also das mag ich auch gerne, kann man super abends verwenden. Das ist positiv, wirklich klasse, denn auch eine Lippenpflege hatten wir noch nicht mit dabei. Und das hier ist jetzt das letzte Produkt aus der Nummer 25 und auch aus dem kompletten Adventskalender. Das habe ich auch schon gesehen, das ist 100% Seide. Wir haben hier eine Schlafmaske mit drin. Ja, ich lasse die jetzt einfach mal in der Verpackung. Es ist eine rosa Schlafmaske aus Seide. Wunderschön. Werde ich aber nicht verwenden, weil ich keine Schlafmasken verwende. Ich glaube, ich werde in Zukunft sehr leicht müde werden. Und wenn ich dann schlafen kann, werde ich auch easy peasy schlafen. Ich habe so ja schon keine Probleme, selbst in der prallen Mittagssonne mich irgendwo hinzulegen und zu schlafen. Ne? Von der Helligkeit gar kein Problem. Aber wenn ich dann noch die ein oder andere Nacht durchgemacht habe und Schlafbedarf habe, brauche ich keine Schlafmaske. Bin ich ehrlich. Ne? Das lasse ich dann lieber weiter wandern zu jemandem, der es einfach besser wertschätzen kann als ich. Das war er nur gewesen. Der 275 Euro Adventskalender von Cult Beauty, Leute. Sicherlich haben wir hier einen bombastischen Wert, der am Ende dabei rauskommt, und wir werden alle sagen, oh mein Gott. Und wenn man ihn geschenkt bekommt, ist es natürlich ein Träumchen und man denkt sich jeden Tag so, wow, und noch so eine geile Marke, wow. Wenn man den aber selber kauft, denkt man sich, schon wieder eine Gesichtscreme, schon wieder ein Gesichtspflegeprodukt, hätten die das nicht ein bisschen besser mixen können? Ne? Das ist so meine ganz persönliche Einstellung dazu, wo jeder denken kann, was er möchte tatsächlich. Denn das ist halt einfach nur meine persönliche Meinung, die ich hier auch nenne. Ich finde aber, wenn ich mir auf dem Tisch jetzt angucke, was hier drin ist, finde ich das genial. Also hier sind richtig gute Produkte drin. Produkte, die mich richtig catchen, wo ich Bock habe, die auszuprobieren. Wo ich mir denke, verdammte Naht, warum habe ich nicht noch weitere 5 Köpfe auf diesen Schultern, um halt alles Mögliche ausprobieren zu können zum jetzigen Zeitpunkt. Da muss ich mir einfach ein bisschen Geduld reinziehen. Aber wir haben hier wirklich
von Kopf bis Fuß alles irgendwie mit dabei. Was ich persönlich cool gefunden hätte, wäre noch ein Toner gewesen. Aber ansonsten haben wir hier einen tollen Mix an Produkten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr so diesen Adventskalender fandet. Selbstverständlich haben wir hier auch keine wirklichen Füllprodukte drin. Also das wäre ja der Wahnsinn, wenn ich bei dem Preis auf einmal ein Füllprodukt da entdecken würde, oder? Naja, also so ist jetzt der Inhalt und der Wert, und da könnt ihr euch natürlich eure eigene Meinung zu bilden und selber entscheiden, ob ihr eben so eine Art von Adventskalender euch kaufen möchtet oder ihn verschenken möchtet oder eben nicht, ne? Ja, ich hole ihn mir gerne jedes Jahr, weil ich einfach finde, dass die Produkte da drin mega interessant sind. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Cult Beauty Adventskalender aus dem Jahre 2022. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!